Applaus für den Dankeschön. Ole Schröder und Neuenspieler. Ja, stimmt, sehr schön. Olle, das letzte Mal, als ihr mit einem ähnlichen Aufgebot gespielt habt, habt ihr auch ähnlich erfolgreich gespielt. Vielleicht sollte das zur Erfolgsformel für Spielberg werden. Was meinst du? Ja, mag sein, aber es liegt nicht am Aufgebot. Es spielen ja immer, stehen immer 11 Leute auf dem Platz und die 11 haben es heute gut gemacht. Die reinkamen, haben es auch gut gemacht und somit haben wir mit einer guten Mannschaftsleistung hier nochmal einen guten Saisonabschluss einfahren können. Es war dein letztes Spiel als aktiver Fußballer, so wie ich verstanden habe. Wie sind jetzt die Gefühle angesichts der Tatsache, dass es das letzte Spiel war und dass ihr diesen ziemlich unwahrscheinlichen Sieg erringen konntet? Die Gefühle sind, erstmal bin ich müde vom Spiel, ja doch, fast 90 Minuten gespielt habe in meinem Alter. Zerrt das ein bisschen an den Kräften, aber es war ein schönes Spiel. Für mich natürlich ein Abschluss wie gemalt, hier nochmal im Wildpark auf Platz 2 spielen zu können, wo ich lange gespielt habe, mit dem SV Spielberg ein Auswärtsspiel machen zu können und das noch erfolgreich zu gestalten, war ein sehr schönes Erlebnis. Für dich geht es jetzt zu Ende als aktiver Fußballer. Kannst du mehr Worte dazu sagen und was vielleicht noch kommt? Ja, was soll ich sagen? Ich habe mich dazu entschieden, Fußballspielen aufzuhören. Es gibt noch andere Sachen im Leben mit Familie, mit Arbeit, die jetzt vorrangig stehen. Ich hatte eine schöne Zeit als Fußballer und was kommt, wird sich zeigen. Ich habe nichts geplant, insofern lasse ich alles auf mich zukommen. Was wird das Erste sein, was du mit den freien Wochenenden, die du in der kommenden Fußballsaison haben wirst, machen wirst? Ich weiß es noch nicht. Das ist das Schöne. Die Wochenenden sind nicht mehr verplant. Man kann die frei gestalten. Und was ich genau mache, weiß ich jetzt noch nicht. Aber ich werde viel Zeit mit meiner Familie verbringen und einfach die freie Zeit genießen. Möchtest du zum Abschied noch irgendetwas sagen? Ja, ich möchte mich bedanken bei allen, die mich begleitet haben über all die Jahre. Alle Trainer, die ich hatte, alle Spieler, Mitspieler. Es waren einige. Ich nehme viel mit aus dem Fußball, sehr viele schöne Sachen. Und ja, kann, glaube ich, auch auf eine Karriere in Anführungsstrichen zurückblicken, die im Rahmen meiner Möglichkeiten habe ich, glaube ich, viel rausgeholt. Und freue mich jetzt aber auch, dass es zu Ende geht und dass neue Zeiten anbrechen. Ole, ich danke dir für das letzte Interview als Spieler und wünsche dir auf jeden Fall alles Gute für die Zukunft. Dankeschön.